Hallo, willkommen bei Klaus Grill, feines Grillen Barbecue. Heute wird es technisch. Wir machen nämlich eine Entenbrust im Sous-Vide-Verfahren. Was das ist und wie das funktioniert, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Ja, das Sous-Vide-Verfahren ist eine relativ alte Technik, also ist noch nicht hunderte Jahre alt, aber jetzt keine Sache, die in den letzten zwei Jahren aufgekommen ist. Gibt es schon viele Jahre, wird hauptsächlich in der Profi-Gastronomie verwendet. Und da geht es darum, dass man Lebensmittel in so eine Vakuumfolien, also unter Vakuum, gart in einem Heißwasserbad. Das ist natürlich ein bisschen technischer als das, was wir sonst beim Grillen machen. Aber ich habe euch ja schon versprochen, dass ich dieses Jahr auch mal ein paar andere Sachen mehr machen werde. Und eine Entenbrust zum Beispiel ist eine der Dinge, die tatsächlich im Sous-Vide-Verfahren, sowas hier im Sous-Vide-Verfahren tatsächlich erheblich besser zu treffen ist und erheblich besser funktioniert als jede andere Variante. Also ich habe ja schon ein paar Entenbrust-Videos drauf im Video. Alle super, alle lecker, aber das Sous-Vide-Verfahren funktioniert da sehr besser. Dazu habe ich jetzt hier mal so zwei Entenbrüste. Und zwei so eine Folienbeutel, die haben so eine spezielle Riffelung, dass man das Gerät da auch schön das Vakuum raussaugen kann. Also dann nehme ich jetzt nicht irgendwelche komischen Beutelchen, sondern nehme richtig Vakuumbeutel dafür. Dann habe ich als Vakuumierer habe ich hier den Caso VC100. Den besitze ich schon seit vielen Jahren. Das ist allerdings das zweite Gerät. Das erste ist mir, gerade letzte Woche hat sich das in die Evian Sous-Vide-Jagdgründe verabschiedet. Also so ein Ding kann man immer zu Hause brauchen. Da gibt es auch alle Jubeljahre mal welche im Discounter im Angebot. Da musst du aber aufpassen, dass du brauchst immer mit der Doppelnaht. Die mit der einfachen Naht lassen viel zu schnell Sauerstoff durch. Und da ist hier so ein VC100-Gerät. Frau, was hat er die kostet? So um die 100 Euro irgendwie so. Also um die 100 Euro kostet so ein Ding. Damit bist du schon in der Hobbyklasse sehr, sehr gut bedient. Drunter würde ich nicht gehen. Drüber kannst du immer, aber du machst ja nicht jede Woche irgendwie dreimal Sous-Vide. Dafür reicht so ein Ding aus. Und dann brauchst du auch so einen Sous-Vide-Stick. Da habe ich den hier auch von Caso, den SV1200 Smart. Der hat die kostet, Marc, du warst beim Einkaufen dabei. Selber ungefähr. Auch um die 100 Euro, ne? 80-100 Euro sind die gewesen, ja. So, ich wüsste auch nicht, also 80, 120, je nachdem, wo du so kaufst, denk mal, ist das die Größenordnung, die du hast. Hast eine Wi-Fi-Steuerung dran, wer es braucht. Ansonsten ist das Ding sehr präzise. Ich habe schon mit dem Thermometer mitgemessen und das muss so ein Sous-Vide-Stick auch sein. Weil es macht überhaupt keinen Sinn, sich irgendwo einen Sous-Vide-Stick anzulachen, der so als Schätzeisen fungiert. Weil die Temperatur, die Gartemperatur in dem Wasser, die muss sehr präzise ausgeführt werden, gerade was die Temperatur nach Schwankungen nach oben aussieht. Wie gesagt, wenn du da einen hast, der plötzlich 3 oder 4 Grad zu viel Wassertemperatur macht, versaut dir das gesamte Ergebnis und macht keinen Sinn, da zu sparen. Dann habe ich hier noch zwei Entenbrüste und ein scharfes Messer und ein Brett. Viel mehr brauchen wir ja nicht. Bei der Entenbrust halte ich das jetzt so, dass ich diesmal nur nachher salzen werde. Man kann das auch machen, dass man praktisch so ein Beutel hier nimmt und ein paar Aromaten, die man drin haben möchte, mit dazu gibt. Man könnte zum Beispiel einen schönen Rosmarin machen oder vielleicht einen frischen Thymianzweig dazu tun, wenn man das jetzt an der Ente dran haben will. Ich mache das aber exemplarisch mal so, um einfach mal so eine Basisnummer zu machen, wie Sous-Vide funktioniert. Und da bietet sich so eine Entenbrust an, weil das vom Ergebnis tatsächlich verblüffend gut ist. Bei der Entenbrust mache ich das wie immer bei der Entenbrust. Und zwar habe ich hier oben diese Hautseite und die ratze ich mal so ein bisschen mit dem Messer hier so ritzig so ein bisschen an. Einfach nur das Messer drüber gleiten lassen, nicht ins Fleisch schneiden, dass ich nachher so das Fett ein bisschen rauslösen kann. Und beim Grillen macht sich das einfach einen Ticken besser, wenn man die Haut so ein bisschen immer so angeritzt hat. Also auf jeden Fall jetzt das Messer aufdrücken, weil sonst bist du gleich durchs Fleisch, sondern ungefähr so. Und das machen wir mit beiden. Dann schnappen wir uns die Brust. Also wenn man das nicht oben verschmakeln will, dann nimmt man einfach den Folienbeutel und krempelt den immer so außen um. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel was Mariniertes machen würde, dann ist es mal doof, wenn hier alles voll mit Marinade ist. Wenn man den so ein bisschen umkrempelt oben, dann kann man die auch einfüllen, ohne die Schweißstelle nachher einzusauen. Dann legen wir den in den Foliebeutel rein und ich mache das ganz gerne einzeln. Wenn man die zu zweit macht und die sind übereinander, dann ist aufgrund der Dicke manchmal schwierig, dass wirklich der Garpunkt überall in der vorgegebenen Zeit gleich ist. Deshalb nimm sie lieber einzeln und so ein Sous-Vide-Beutel kannst du notfalls und mehrfach verwenden. Also ich schneide den nachher oben auf und dann wasche ich den nochmal aus und kann den beim nächsten Mal also für etwas kleinere Portionen verwenden. Natürlich, wenn du bloß noch einen Streifen hast, wo maximal noch ein Pommes drin passt, macht das natürlich wenig Sinn. Dann krempeln wir das hier oben hoch und haben hier den Innenbereich, da wo geschweißt wird, komplett uneingesaut. Dann fangen wir an mit dem Vakuumieren. Also ich mache den auf, lege den Beutel hier ein,
Hier habe ich so eine Kammer, wo praktisch sich Flüssigkeit bilden kann, falls er doch ein bisschen was raussaugt. Aber hier, der ist ja jetzt sehr, sehr trocken. Hier unten ist praktisch hier so ein Widerlager und hier oben, siehst du hier oben dieses braune, wo Achtung heiß steht. Das ist der Streifen, der nachher die ganze Sache verschließt. Und dann kann man das auf verschiedene Art und Weisen machen. Also erstmal richtig fest zudrücken, ein bisschen knacken und als Anfänger jetzt einfach hier Vakuum und Weisen drücken. Siehst du, da zieht er das jetzt alles raus, macht das schön eng, springt jetzt hier oben aufs Schweißen, das leuchtet das. Und nach ein paar Sekunden ist er schon fertig. Da bei rechts und links so ein Knopf, da drückt man drauf. Aber pff, löst sich, hört sich an wie eine Bustür. Gucken auf und sehen hier eine sauber verschlossene Doppelnaht. Ich kontrolliere das immer. Also die Geräte sind sehr zuverlässig, aber kontrollieren sollte man das trotzdem immer. Haben das erste und das andere ganz genauso. Dann habe ich jetzt hier auf dem Sous-Vide-Stick eingestellt 62 Grad und ja, gerade kurz gestoppt, das siehst du, geht da in die Richtung, piepst, hat 62 Grad erreicht, das dauert normalerweise ein bisschen, aber das hat schon mal vorher heizt. Habe 2 Stunden eingestellt, das heißt, unsere Freunde gehen jetzt hier ins Wasserbecken rein und der Sous-Vide-Stab, der erhitzt praktisch jetzt das Wasser und hat unten so einen kleinen Ventilator, ich weiß, so einen kleinen Motor dran, der das Wasser immer umwälzt und dafür sorgt, dass das Wasser rechts und links an dem Sous-Vide gut ja, vorbeiströmt. Ich mache das jetzt in so einem Behälter, man kann auch jeden Topf nehmen. Sehr schön ist, wenn man so Behälter aus Styropor hat, da spart man nämlich eine Menge Energie und wenn man es oben abdeckt. Weil du brauchst A, mehr Energie, wenn es oben offen ist und B, wir haben jetzt relativ kalt draußen, das Wasser ist relativ warm, du siehst, was hier hochdampft. Da geht also ordentlich Wasser auf und wenn du es nicht abdeckst, dann kannst du ständig Wasser nachkippen, weil natürlich 62 Grad kaltes Wasser bei 4 Grad Außentemperatur ja, sich sehr schnell in den gasförmigen Zustand überhebt und dann hier drin fehlt. Deshalb nehme ich ein bisschen Alufolie. Reißt das hier so ein bisschen ein. So. Deckt das so grob zu und lass den lieben J jetzt für 2 Stunden einfach ein Jutenmann sein. Die 62 Grad, die du jetzt eingestellt ja. hast, ist das so eine Temperatur, was man immer nimmt, wenn man Fleisch sous-videt? Nee, ist es nicht. Ist es tatsächlich nicht adapted. Im Internet verschiedene Tabellen, wenn man so ein Ding kauft, ist meistens auch so eine kleine Sous-Vide-Gar-Tabelle dabei. Ansonsten ist Google da wirklich dein Freund, was das Thema Sous-Vide-Garen und Temperaturen angeht. Ich habe das versucht, mit eigenen Erfahrungen irgendwo hinzubekommen und dabei scheitert man. Also man muss sich da wirklich, also entweder hat man wirklich viel Zeit und viel Material zum Verballern, um aufzukommen, oder man nimmt sich eine Tabelle und orientiert sich daran. Das ist tatsächlich der bessere Weg. Also ich habe es versucht, irgendwie so aus der hohlen Hand, müsste so, müsste hier, müsste da. Das funktioniert beim Grillen hervorragend, beim Sous-Vide ist Präzision tatsächlich das, auf was man sich nur verlassen kann. Nach einer halben Stunde sieht es schon mal so aus, also die Vorderseite sieht noch okay aus und hinten die Fleischstelle sieht man, wird schon grau. Das ist so ein kleiner Nachteil beim Sous-Vide, dass wenn man es nachher rausholt, werdet ihr selber sehen, das ist nicht der schönste Augenschmaus, aber das kriegt man auf dem Grill dann alles wieder hin. Und wie gesagt, 1,5 Stunden haben wir ja noch. Was heißt jetzt, Fettseite ist okay, also unverändert oder? Naja, die sieht doch schön aus, oder? Das ist jetzt die Seite mit der Haut, diese fettige Seite, die sieht lecker aus. Die Seite sieht jetzt nicht so lecker aus, oder? Ja, 2 Stunden sind jetzt insgesamt um und wir gucken mal hier hin. Und naja, es gibt tatsächlich Dinge, die wirklich schöner und spektakulärer aussehen als Fleisch, was man aus dem Sous-Vide-Bad rausholt. Öffnen wir den Burschen mal hier. Und rausgenommen sehen die so hier aus. Siehst also, da ist schon richtig Leben raus, also das ist schon richtig gegart und die tupfen wir jetzt nur noch trocken. Also wichtig, dass sie jetzt wirklich so trocken wie möglich sind, wenn sie auf den Grill gehen, weil sonst muss natürlich erstmal das Wasser oben runter und dann dauert es länger und dann garen die ekelhaft durch. Weil die sind jetzt schon gegart und die sind wirklich jetzt nur darum, da eine Kruste aufzukriegen. Das kann man jetzt mit dem Oberhitzegrill machen, mit dem normalen Grill oder wie jetzt hier mit so einem Infrarotbrenner. Da packen wir die immer drauf und dann siehst du hier die wilde Fahrt gleich richtig los. Schnell drehen, gucken, siehst du, geht hervorragend. Jetzt drehen wir den immer, dass wir eine schöne vollflächige Kruste kriegen. Hier rüber, das riecht gleich hervorragend nach Ende. Mega, oder?
Und dann drehen wir um und grillen die Rückseite nochmal an. Und wieder so ein bisschen drehen. Und dann hat man es eigentlich schon. Und dann ist die ersten beenden Brustel fertig und mit der anderen mache ich das Ganze genauso. Das Schöne an diesem Sous-Vide ist, dass du jetzt praktisch völlig selbstsicher so einen Mittelschnitt setzen kannst. Und hast eine perfekte gebratene, rosa gebratene Endenbrust vor dir. Ich stelle mal so ein paar schöne Tranchen runter. Siehst du das? Die ist durch. Die ist trotzdem rosa und genau so muss eine Entenbrust am Ende des Tages aussehen. Und für mich brauchen die Würste noch ein bisschen so Pyramidensalzflocken drüber. Und dann ist die Welt schon schön. Den Rest macht der Vogel an sich. Guck mal hier. Herrlich, oder? Auf euch. Ein super Tag, guck mal hier. Ja, da wüsste dich. Bist du hier so? Du kannst halt mit Sous Vide die Sache einfach hinbekommen, ohne Kopfstände zu machen. Mega. Und die seht mit so einer Grundinvestition von so ungefähr 200 Euro. Hat man schon mal so ein Sous Vide Starter Set, wo man mal loslegen kann, die Sache ausprobieren. Ja, der Nachteil am Sous Vide ist, dass da wenig mit Freestyle ist, sondern man sich schon sehr genau an die vorhebenden Temperaturen und Zeiten halten sollte, dass es was wird. Aber dafür wird es dann halt auch immer. Und hier nochmal an hier. Ne? Ich hoffe, die Kamera kann das einigermaßen einfangen. Wenn nicht, stelle ich einfach die Farbe höher, solange bis man sieht. Also sehr, sehr geil gemacht. Und mich würde freuen, wenn ihr neben dem Grillen vielleicht mal so einer außergewöhnlichen Technik eine Chance gebt. Ansonsten freue ich mich noch viel mehr über einen Daumen nach oben, den Elo oder einen wohlwollenden Kommentar oder ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, dann wieder ohne Technik. Feines Grill Barbecue. Macht's gut. Ja,